Ich verspreche jedem Bürger und jeder Bürgerin, dass ich der Präsident für alle Amerikanerinnen und Amerikaner sein werde, und das ist für mich außerordentlich wichtig. Für diejenigen, die nicht für mich gestimmt haben, das ist ihr gutes Recht, denen reiche ich die Hand, dass sie mich führen, dass sie uns helfen, sodass wir zusammenarbeiten können und unser großes Land wieder vereinen können. Wir haben gesehen, dass unsere Nation viel tiefer gespalten ist, als wir das dachten. Aber ich glaube nach wie vor an Amerika, werde es immer tun. Und wenn Sie das auch tun, müssen wir dieses Ergebnis akzeptieren und dann den Blick auf die Zukunft richten. Donald Trump wird unser Präsident sein. Wir schulden es ihm, aufgeschlossen zu sein und ihm eine Chance zu geben. Unsere konstitutionelle Demokratie bedeutet auch den friedlichen Übergang der Macht. Wir respektieren das nicht nur, wir halten es hoch. Tja, mit dem Satz knapp daneben ist auch vorbei. Hätte sich, wären die Prognosen zutreffend gewesen, der Wahlverlierer oder die Wahlverliererin trösten können. Für Hillary Clinton aber gilt, klar daneben ist erst recht vorbei. Das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl der vergangenen Nacht war für die demokratische Kandidatin ein Desaster. Für Donald Trump ein Triumph. Der Paukenschlag. Was kommt mit Donald Trump? Liebe Zuschauer, der Titel heute unserer Phoenix-Runde. Willkommen bei uns. Meine Gäste. Professor Susan Nyman ist bei uns. Sie sind US-amerikanische Philosophin und Direktorin am Einstein-Forum in Potsdam. Sie sagen, Sie hätten sich gar nicht vorstellen können, dass Trump überhaupt irgendwann eine Chance gehabt hätte, Präsident zu werden. Haben früher Bernie Sanders unterstützt, das ist der Linksaußen der Demokratischen Partei und Gegenspieler in den Vorwahlen von Hillary Clinton, und haben dann Hillary Clinton gewählt bei dieser Wahl. Roger Johnson ist bei uns. Er kommt von der anderen politischen Seite, von der Seite des Siegers. Sie sind gebürtiger Kalifornier. Nach Ihrer Zeit als US-Soldat in Deutschland als GI sind Sie in Europa geblieben. Sie arbeiten jetzt in der Logistikbranche, leben in Tschechien und sind engagiert beim Verein Republican Overseas East Europe. Gestern hatten wir Ihren Kollegen Ralf Freund hier vom Republican Overseas Germany. Sie sind also für Osteuropa dort zuständig. Eine Vereinigung von Sympathisanten der Republikanischen Partei in der USA. Julius van der Laar ist bei uns, Kampagnen- und Strategieberater für politische Organisationen. Bei den letzten beiden Wahlkampagnen 2008 und 2012, da hat ja jeweils Barack Obama gewonnen, waren Sie im Wahlkampfteam von Barack Obama. Dazwischen bei der Bundestagswahl 2009 haben Sie die SPD beraten. Das war weniger erfolgreich, denn nach dieser Wahl musste die SPD ja dann in die Opposition gehen. Und schließlich Professor Christa Garrett, amerikanischer Politikwissenschaftler am Institut für amerikanische Studien der Universität in Leipzig. Herr Johnson, Hand aufs Herz, haben Sie vor exakt 24 Stunden einen Sieg von Donald Trump, von Ihrem Kandidaten, für möglich gehalten? Möglich schon, aber war nichts garantiert. Man weiß nie, wie das ausgeht. Bis zuletzt letzte Bundesstaat die Wahlzettel gezählt werden. Also große Hoffnung hatte ich, aber ich war bereit, mich überraschen zu lassen. So. Das war ja auch für viele eine Überraschung, Herr van der Laar. Klar war ja durch die Umfragen, dass Trump tatsächlich eine Chance hatte. Gar nicht klar war, dass er so klar gewinnen würde. Wie bei der Brexit-Entscheidung zum Beispiel im Juni lagen die meisten Umfragen richtig daneben. Sind die Grenzen der Weissagung bei Wahlen jetzt irgendwie erreicht? Gut, was die Umfragen gesagt haben, ist, dass natürlich Hillary Clinton in einigen Bundesstaaten vorne war. Gerade auch noch mal in den letzten Tagen ein, zwei Punkte noch mal draufgelegt hat. Nichtsdestotrotz, das Interessante ist ja, das Wahlsystem in den USA, Hillary Clinton hat die Popular Vote gewonnen. Das heißt, sie hatte 200.000 Stimmen mehr als Donald Trump. Insgesamt ähnliche Situation wie damals 2000 in Florida zwischen Al Gore und George W. Bush. Insofern, Hillary Clinton hat mehr Stimmen bekommen. Nichtsdestotrotz, keine Frage, Donald Trump ist der Präsident, Hillary Clinton hat verloren. Ich glaube, die Umfrageinstitute müssen sich
natürlich an die Nase fassen und sagen, wie konnte das passieren? Ich glaube, da gibt es viele Gründe für. Einer ist natürlich auch der, dass viele Leute nicht unbedingt für Hillary Clinton oder für Donald Trump gewählt haben, sondern eben ein Referendum im Endeffekt über das Establishment, die Parteieliten, abgehalten haben. Und ich glaube, dass das einer der ausschlaggebenden Punkte war. Frau Neiman, gestern habe ich auf einem Facebook-Post gelesen von einem, der den Trump-Sieg gefürchtet hat. Hoffentlich wachen wir heute Morgen früh nicht in einer anderen Welt auf. Jetzt hat Donald Trump gesiegt. Sind wir in einer anderen Welt aufgewacht? Ich denke schon. Die Menschen, die ich kenne, sind beinahe sprachlos. Ich habe den ganzen Tag Interviews gegeben. Ich warne dafür, zu schneller Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, es ist tatsächlich ein erdbebenähnliches Ereignis und wir sollen ganz vorsichtig reflektieren, was passiert ist. Aber die Folgen werden, ich sage es mal so, ich hoffe, sie werden nicht so weitreichend, wie sie sein könnten. Aber die sind groß. Herr Garrett, wie erklären Sie sich das Ergebnis? Ich denke, wir können das auf zwei Sätze bringen. Einerseits, Hillary Clinton hat ihr Stammklientel, also sei es bestimmte Minderheiten, Demokraten aus politischen Instinkten, hat sie nicht ausreichend mobilisiert. Das sahen wir in den letzten Tagen. Bernie Sanders hat versucht, die Arbeiterklasse und weiße Männer für Hillary Clinton zu mobilisieren. Barack Obama und Michelle Obama ständig unterwegs, North Carolina, andere Wahlkreise, wo schwarze Amerikaner stark sind. Die sind einfach nicht ausreichend von Hillary Clinton überzeugt. Im Gegenteil dazu, die Stammklientel für Donald Trump begeistert, absolut dezidiert ein Protestwahlsignal nach Washington D.C. zu schicken und wirklich noch einmal das Establishment eins auf die Nase, wie es so schön heißt, zu passen. Und das haben die eben gemacht dann. Es ging um Gefühle, nicht ausreichend bei Hillary Clinton-Wählern, im Übermaß bei Donald Trump unterstützen. Und das sahen wir. Warum ist es Trump gelungen, offensichtlich Wähler besser zu mobilisieren? Da war es ja klar, die weiße Unterschicht, meistens Männer, von sozialen Abstiegsängsten bedroht und bedrückt. Aber offensichtlich ist er ja auch ganz schön weit in die Mittelschicht vorgestoßen bei dieser Wahl. Wieso ist ihm das gelungen? Das hätte man ja eigentlich nicht für möglich gehalten. Ich glaube, wir müssen da genau hinschauen. Hat Donald Trump wirklich mobilisiert oder hat er vielleicht auch einfach demobilisiert? Obama hatte 66 Millionen Stimmen in dem letzten Wahlkampf 2012. Diese Wahl, Trump und Clinton, knapp 60 Millionen, 59 Millionen. Dementsprechend, die Wahlbeteiligung ist runtergegangen, ohne Frage. Nochmal, es war keine Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, kein Choice, keine Entscheidung zwischen zwei Leuten, sondern es war ein Referendum über Washington. Und ich glaube, Donald Trump hat ein sehr, sehr klares Bild gezeichnet, gesagt, die korrupte Hillary Clinton, die korrupten Eliten in Washington, das ist diejenigen, die ihr abwählen sollt. Und wenn man sich nochmal in die Umfrage reinschaut, dann muss man auch sagen, wer ist dort wählen gegangen und was waren die Glaubensbekenntnisse? Da sind Leute reingegangen, die gesagt haben, wir wollen einen Wandel, ganz, ganz wichtig. Dieselben Leute, die gesagt haben, wir wollen Wandel, zwei Drittel der Amerikaner haben aber gleichzeitig gesagt, wir trauen Donald Trump nicht die Kompetenz zu, nicht die Persönlichkeit und auch nicht im Endeffekt die Weisheit, Präsident zu sein. Insofern ist da wirklich eine Diskrepanz drin, die wir so, glaube ich, in letzter Zeit nicht gesehen haben. Herr Johnson, darf ich mal einen Begriff von Christa Garrett aufnehmen? Sie haben gesprochen von einer Basisrevolution in den USA. Würden Sie das auch so sehen, dass das eine, dass sich sozusagen die Wählerschichten, die Bevölkerung da, die Wähler verselbstständigt haben? Ja, eigentlich schon. Und es gibt viel Frust in der Bevölkerung, dass die, also die Arbeitslosigkeit, Schwierigkeiten in der Wirtschaft, dass die Wirtschaft sich nicht verbessert, mindestens wie die Leute erwartet hätten. Auch Kosten für Universitäten und so weiter. Also jetzt, wenn man studiert, ist 4 Jahre an der Uni, das ist nicht ungewöhnlich, dass man rauskommt, also am Ende der Durchsage mit nach der Diplomübergabe mit 80 oder 100.000 Dollar Schulden. Und das ist nicht zu bewältigen für junge Leute. Aber diese Defekte im Bildungssystem gibt es ja schon seit vielen Jahren. Ja, richtig. Aber Entschuldigung, mir ist nicht bekannt, dass Trump irgendetwas geäußert hat zum Thema
Universität schulden. Das war ein großes Thema von Sanders. Soweit ich weiß, hat sich Trump nur gesagt, er liebte die ungebildete Wähler. Wenn das Wort Basisrevolution, Sie sagen, Sie bekennen sich zu einer linken politischen Überzeugung, müsste ja eigentlich für Linke eine Verheißung sein. Trotzdem hat Trump diese Basisrevolution für sich nutzen können. Was sagt das über den Zustand, dieses Wahlergebnis, über den Zustand Ihres Landes und Ihrer Gesellschaft aus? Also erstens, dass wir an bürgerkriegsähnliche Verhältnisse sind. Und ich bewundere Clinton und Obama dafür, dass sie jetzt heute wirklich versuchen, Gewalt zu verhindern. Weil viele Menschen haben das befürchtet und sie versuchen, uns alle zur Vernunft zu rufen. Ich meine, es gibt so viele Faktoren. Clinton war ein denkbar schlechter Kandidaten, die wirklich nur ein globaler Neoliberalismus vertreten hat, was viele Leute, also was für mich so schwer zu verstehen ist. Ich verstehe den Wut vieler Trump-Wähler. Die sind tatsächlich hängen geblieben. Man sieht, also die Wirtschaft für wohlhabende Leute in den letzten 8 Jahren unter Obama ist wirklich viel, viel besser gegangen, aber eben nicht für die Arbeiterklasse. Das ist völlig klar. Die fühlen sich machtlos. Das ist alles richtig. Und Clinton hat eben diese Idee von Machtlosigkeit, die da oben die Eliten verkörpert. Mhm. Und sie hat absolut nichts getan. Sie könnte auch nichts tun, um diese Eindruck zu... Dafür ist sie dann auch gescheitert. Was wird eigentlich aus Hillary Clinton jetzt? War es das gewesen? Ich glaube, so wie sie vorhin in der Rede gesprochen hat, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass sie auf keinen Fall nochmal antritt. Aber ich finde das sehr, sehr interessant, was Sie auch gesagt haben über die Bernie Sanders-Bewegung, was Sie wahrscheinlich auch über die Trump-Bewegung sagen würden. Da ist ja wirklich eine Mobilisierung auch instande gesetzt worden, insbesondere im demokratischen Vorwahlkampf. Bernie Sanders kam ja wirklich aus dem Nichts. Hillary Clinton hat 1,3 Milliarden, wahrscheinlich, wenn am Schluss gezählt wird, noch mehr Geld ausgegeben für ihre Kampagne. Und es war wirklich eine Kampagne der Superlative. Und ich glaube, man merkt auch einmal da mehr, was eine Kampagne leisten kann, mit einem Kandidaten wie zum Beispiel Bernie Sanders oder auch Barack Obama 2008 oder 2012, was da für gigantische Energien freigesetzt werden können und was eben auch eine Kampagne nicht leisten kann bei einer Kandidatin wie Hillary Clinton, die einfach extrem unbeliebt war. Wir sehen uns ja die Unbeliebtheitswerte von Donald Trump und Hillary Clinton an, die beide bei 60% waren, Trump sogar noch ein bisschen höher. Aber nochmal, ich glaube, keine Kampagne der Welt kann das wettmachen, wenn jemand als unsympathisch, aber auch als verständnislos für die Mittelschicht rüberkommt. Darf ich das ein bisschen aufgreifen? Weil ich denke, ein ganz zentraler Punkt da ist, ich schätze Ihre Analyse und stimme viel zu, aber ich denke, die Wähler haben tatsächlich eine Wahl gehabt und es ging nicht unbedingt Sachpolitik raffiniert, aber es ging um zwei Richtungen und man kann das an bestimmten Worten sehen. Donald Trump hat sehr bewusst heute Morgen früh die Vergessenen zweimal erwähnt. Er hat gesagt, die Vergessenen werden nicht mehr vergessen sozusagen. Diese Vergessenen sind in Hillary Clintons Mund die Deplorables, die Deplorable. Und ich denke, daran sieht man eine Klassenanalyse, dass Donald Trump... Schon in der Wortwahl, meinen Sie jetzt? Genau, ja. So ist das. Ja? Und das sind zwei Wahlrichtungen. Donald Trump hat das sehr erkannt. Bernie Sanders hat das eigentlich erkannt. In Michigan, in Wisconsin, in Pennsylvania, in Ohio, diese Schlüsselstaaten sozusagen. Von daher haben diese zwei Männer, Donald Trump und Bernie Sanders, in vielen Wahlkreisen ähnlich abgeschnitten. Hillary Clinton hat das nicht verstanden. Sie hat gar nicht Kampagne in Wisconsin nach dem Parteitag geführt. Sie war überhaupt nicht in diesem Bundesstaat. Das ist mir erstaunlich eigentlich, wenn man tatsächlich misst, worum diese Wahl ging. Also ein schwerer strategischer Fehler. Waren sich Sanders und Trump durchaus ähnlich? Es gibt ja einige Amerikaner, die gesagt haben, weil es jetzt Sanders nicht geworden ist, bei den Demokraten bin ich gleich zu Trump übergelaufen. Außer den politischen und den inhaltlichen, ideologischen Unterschieden. Aber so vom Typus her auch, dass sie Instinktpolitiker sind. Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Und ich meine, der Bernie Sanders hat wirklich exzellent seine Leute motiviert. Und die waren also total begeistert und sehr aggressiv für ihn die Kampagne geführt haben. So, das war beeindruckend. Und
natürlich Welten entfernt in politische Richtung, aber Ähnlichkeiten in Personalität. Ich würde gegen Ihre Meinung doch ein paar junge Leute zitieren, auch wenn sie meine eigenen Kinder sind. Ich bringe meine Turkton-Spiele dann nach Ihnen. die alle CERNES unterstützt haben und nicht mal zähneknirschend. Eine meiner Töchter hat geweint, als sie Hillary dann doch zum Schluss gewählt haben. Mein Sohn hat getobt und er sagte, wieso lebe ich in einer Welt, wo es kein bessere Wahlmöglichkeiten gibt als die beiden. Also viele junge Menschen, ich zitiere sie nur, weil ich in den letzten Tagen mit denen gesprochen habe, aber ich glaube, sie sind absolut typisch für also die zwischen 25, 30-Jährige. Die hatten nicht das Gefühl, dass, also es war eher so Pest und Cholera oder eben ein bisschen besser. Ich habe eine Fülle von Metaphern gehört, aber Sie sagen Richtungswahl. Ich sehe eine Lösung, um meine Töchter auch reinzubringen. Die waren von Hillary Clinton sehr beeindruckt. Sehr intelligente Frau, sehr erfahren, sehr international geprägt, sehr geschätzt international auch. Also für an deutschen Maßstäben zum Beispiel, eine hochqualifizierte Politikerin und Kandidatin sozusagen, Sachpolitik pur sozusagen. Aber andererseits, sie beflügelt nicht wie ein Bernie Sanders oder ein Donald Trump. Und das war eben also das Rezept für diese Wahlsaison. Also daraus jetzt herauszuhören, es handelt sich vor allen Dingen jetzt beim 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, bei Donald Trump, auch um einen Bauch- und Gefühlspolitiker. Und jetzt wollen wir mal, das waren jetzt die Wahlanalysen, schauen, was er ja eigentlich im Wahlkampf angekündigt hat und was aus diesen Versprechungen möglicherweise wird. Denn er hat sich ja nicht gerade zurückhaltend im Wahlkampf zu dem einen oder anderen Thema geäußert. Zum Beispiel zum Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner hat er dazu Folgendes gesagt. Und wir sehen uns diesen O-Ton von Donald Trump mal an. Wir werden einen großen Zaun an der Grenze errichten, um die illegale Zuwanderung zu unterbinden, die Gangs, die Gewalt, den Drogenschmuggel, die Drogen, die in unser Land gelangen. Ja, also diese Mauer, 15 Meter hoch, kostet viele Milliarden US-Dollar, selbst unter den also insgesamt glaubt die Mehrzahl der Amerikaner, dass er das gar nicht stemmen kann. Es gibt auch einige unter seinen Anhängern, die das nicht glauben. Wird er dieses Versprechen halten können? Ich meine, er hat es ja den republikanischen Wählern versprochen. Hat er versprochen? Eine Mauer. Ich meine, der springende Punkt war, die bestehenden Gesetze für Einwanderung aufrechtzuerhalten. Und ich meine, eine Möglichkeit ist, eine Mauer zu bauen. Mir ist es eigentlich egal, ob er eine Mauer baut oder nicht. Die ist ja auch schon ziemlich stark befestigt, diese Grenze, glaube ich. Aber man kann nicht gerade sagen, dass sie schlecht ausgestattet ist. Schlecht ausgestattet, viel Lücken da in diese Sicherheitsanlagen. In manchen meilenweit haben die gar keine Sicherung oder Zaun oder was. Aber der Punkt ist nur, dass die Bevölkerung, also in Arizona und Texas und in Südkalifornien und New Mexico, die fürchten sich vor diese illegalen Einwanderer. Und die wollen und verlangen, dass die Gesetze aufrechterhalten werden. Glauben Sie, das war ja meine Frage, glauben Sie, dass er diese Mauer bauen wird? Sollen ja auch die Mexikaner bezahlen, das gehört ja auch noch zu dieser Wahlkampfäußerung. Ja, ob die bezahlen oder dass die zahlen müssen für Geldüberweisungen und solche Punkte. Das kann man auch so sagen, eine Finanzierung von denen. Kann sein, dass er das macht. Ich weiß es nicht. Wenn die Bagger sehen, im Januar, Februar laufen, dann werden wir wissen. Aber für mich ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist das Gesetz. Sie haben die Staaten genannt, Arizona und New Mexico, die direkt an der Grenze zu Mexiko sind. Aber das scheint ja in den USA ein Thema gewesen zu sein, das sehr wichtig war und möglicherweise ein wahlentscheidendes Thema. Woran liegt das? Und da muss man auch sagen, es überrascht nicht, dass ein wahlentscheidendes Thema war. Insbesondere, wenn man sich anhört, die Rhetorik. Sie haben vorhin gesagt, so, die Leute hatten offensichtlich Angst, war Ihr Satz. Gut, wenn ich einen Präsidentschaftskandidaten in Donald Trump habe, der im Endeffekt zu seiner ersten Wahlkampfrede sagt, über die Grenze kommen ausschließlich Vergewaltiger und Kriminelle.
und im Endeffekt Hasspredigt, das muss man einfach so sagen, und da auch ganz klar gesagt hat, das sind alles Leute, die darüber kommen, vor denen wir uns fürchten müssen, dann ist es auch kein Wunder, wenn dort Furcht entsteht in der Bevölkerung. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei, den ich machen werde, ist, Sie haben es gesagt, auf dem Parteitag hat er gesagt, wir bauen die Mauer. Als er runtergeflogen ist zum mexikanischen Präsidenten und sich mit dem getroffen hat, haben wir auf einmal nichts mehr von der Mauer gehört. Er ist also wieder danach zurückgeflogen, ist nach Arizona, wenn ich mich richtig erinnere. Dort hat er auf einmal wieder daran erinnert. Oh ja, und übrigens, die Mauer gibt es noch. Insofern, wenn wir über Außenpolitik von Donald Trump sprechen, insgesamt über Policy von Donald Trump sprechen, ich glaube, da müssen wir uns schon auch fragen, was war im Wahlkampf und jetzt, wo er ab dem 20. Januar dann Präsident sein wird, was wird danach kommen? Das war ja die Frage gewesen, die ich gestellt hatte. Also was würde er davon halten können? Die Komplexität der Welt also meldet sich ab heute, was das betrifft. Zum Beispiel nehmen wir das Vermächtnis von Barack Obama in diesem Bereich. Er hat fast doppelt so viele Menschen in den USA abgeschoben als sein Vorgänger in 8 Jahren. Konsequent hat ein illegaler Einwanderer abgeschoben. Er hat Milliarden in diese Grenze hinein investiert. Ist nicht lückenlos, aber Milliarden. Also wie Sie schon angesprochen haben, massive Einsätze, um diese Grenze zu sichern. Also eine robuste, wenn nicht sehr konservative Grenzenpolitik gegenüber Mexiko hat Barack Obama längst eingeführt. Das heißt, darf ich kurz eine Frage hinterher schieben? Diese 11 Millionen Illegalen, die da angeblich in den USA leben, ohne die würde die amerikanische Industrie, vor allen Dingen auch die Landwirtschaft, überhaupt nicht funktionieren. Wird nicht auch diese Seite, die Industrie und die Landwirtschaftslobby, da Druck auf Trump ausüben, das eben nicht umzusetzen? Wahrscheinlich. Aber mir ist viel wichtiger zu verstehen, was diese Rede von Mauerbauern eigentlich bedeutet. Weil, wie Sie gesagt haben, es ist kein Problem und es ist auch kein Außenpolitik, es ist Innenpolitik. Lassen wir uns nicht vergessen, wie Donald Trump überhaupt in der Politik kam. Er kam mit dieser Birther-Kampagne, dass Barack Obama nicht eine von uns ist, er ist kein richtiger Amerikaner. Er trat an als der Anti-Obama. Und über diese Wahlkampagne zu sprechen, ohne über den Rassismus zu sprechen, den Barack Obama leider nicht überwinden könnten, sondern entfacht hat, nicht durch irgendetwas, was er gemacht hat, aber durch Angst und Ressentiment eben bestimmte Leute, die sich verloren fühlen und lieber den Schuld auf die Fremden, die anderen, die Mexikaner und vor allem die Schwarzen. Darum geht diese Rede von Mauer. Und man kann auch in den 30er, 40er, 50er Jahre gucken in der Geschichte von Amerika, da steht, ich sag's aus, obwohl es obszön ist auf Amerikanisch, no Mexicans, no niggers, no dogs. Mhm. Ja, also das ist ein Trope, wenn man will. Lassen Sie uns zu einem anderen Thema noch kommen. Im Wahlkampf auch eine Ankündigung von Donald Trump im Wahlkampf, die uns jetzt in Deutschland sehr viel direkter betreffen könnte. Bitte nochmal Donald Trump. Wir brauchen eine neue, faire Handelspolitik, die unsere Arbeitsplätze schützt. Und wir müssen Ländern entgegentreten, die betrügen. Und davon gibt es viele. Ich verspreche, dass ich kein Handelsabkommen unterzeichnen werde, das unseren Arbeitnehmern schadet oder unsere Freiheit und Unabhängigkeit beeinträchtigt. Wir werden niemals schlechte Handelsabkommen unterzeichnen. Amerika zuerst. Amerika kommt zuerst. Herr Johnson, da könnte zunächst mal China gemeint sein. Aber ich glaube, da kommt man auch relativ schnell auf ein anderes starkes Exportland, nämlich Deutschland, das einen unglaublichen Handelsüberschuss gegenüber den USA hat. Müssen wir uns da ganz warm anziehen? In Deutschland sind die schönen Tage der Exportnation Deutschland gezählt. Meiner Ansicht nach ist Deutschland nicht gefährdete Staat in der Sache, da so viel zum Beispiel in der Autoindustrie, so viel von den deutschen Autos, VW und BMW und Mercedes, werden in den USA produziert. Oder auch wenn sie montiert. Manchmal dort als Dreckschleudern rumfahren. leider hat der Ruf von VW hat gelitten, also durch diese Geschichte mit dieser Abgassituation. Ja, ich fahre sehr gern deutsche Autos und ich hoffe, dass es erledigt wird. Aber ich
glaube, eine wichtige Sache ist, dass die Firmen, die Autoindustrie oder andere Industrie, das ist für die steuerlich und wirtschaftlich vorteilhafter, zum Beispiel in Mexiko zu produzieren, als in den USA. Und der Trump hat vorgeschlagen, ja, das müssen wir regeln, dass es doch wieder attraktiv wird, in den USA ein Business aufzubauen, eine Fabrik und so aber weiter. Aber das wäre ja eigentlich die Aufgabe der amerikanischen Wirtschaftspolitik, vorteilhafte Standortfaktoren zu schaffen und nicht durch Strafzölle den Freihandel zu behindern. Ja, und da muss man auch dazu sagen, ich meine, wenn man sich jetzt einfach nur Donald Trump als Businessman anschaut, als Geschäftsmann, wo hat er seine Anzüge produzieren lassen? Wo hat er seine Krawatten produzieren lassen? Wo hat die Kampagne die Hüte produzieren lassen? Das wurde alles in China produziert. Insofern, wir reden hier über Protektionismus von amerikanischen Jobs und gleichzeitig war Donald Trump der Erste, der chinesischen Stahl hat einführen lassen, der, wie gesagt, alles, was er irgendwo außerhalb zu Dumpinglöhnen produzieren lassen konnte, dort produzieren lassen hat. Dieses Thema, glaube ich, ist kein Thema, das Donald Trump irgendwie ideologisch und inhaltlich verfolgt. Ich glaube, der ist ein reiner Opportunist, was das angeht, was seinen eigenen Geschäftsdrang angeht. Wir haben gesehen, welche Bundesstaaten für Donald Trump gewählt haben. Ohio, Pennsylvania, Iowa. Schlussendlich war das der Rust Belt. Dort, wo genau diese Jobs dran sind, das war eine Bevölkerungsgruppe, die Bernie Sanders extrem effektiv genau mit diesen Themen ansprechen konnte. Und Donald Trump hat genau diese Seite aus dem Spielbuch genommen. Also es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird bei dieser... Doch, ich denke schon. Also wir sehen, ich würde sagen, was Donald Trump betrifft, er hat durchaus eine Philosophie, was Handelspolitik betrifft. Er hat immer wieder Japan in die 80er Jahren erwähnt und das dürfen wir nicht zweimal also wiederholen. Aber er hat wirklich maßgeblich dadurch also Handelspolitik missverstanden. Und die 80er Jahre sind nicht 2016. Zuerst, die Japaner haben viele Fabriken in den USA gebaut, viel mehr Interdependenz, als er so, worüber er gesprochen hat. Und jetzt haben wir eine globale Logistik. Also diese Idee, dass irgendwie Fabriken zurück in die USA kommen, alle seine Freunde aus der Republikanischen Partei haben gesagt, dieses Kapitel ist längst abgeschlossen. Nun, was TTIP betrifft in Europa, da kann er durchaus bestimmte Töne schlagen, was er heute Morgen gesagt hat und bei diesem O-Ton, nationale Interessen voranzubringen. Zum Beispiel zu sagen, na ja, deutsche Autos heißt weniger Autos in den USA gebaut, möglicherweise spielen wir nur Summenspielchen, also spielen wir hart. Das kann den Anreiz erhöhen für deutsche Autohersteller, vielleicht noch Fabriken in den USA zu bauen und vor Ort zu verkaufen. Das hätte durchaus Implikationen für die deutsche Wirtschaft und sonst wo in Europa. Das heißt, da Trump TTIP ja ablehnt, das Handelsabkommen zwischen Europa und den USA, befindet er sich da ja mit Gegnern in Europa in einem Boot, die politisch ganz anders ticken als er. Ja, ich bin auch nicht große Befürworterin von TTIP. Also insofern, aber ich stimme zu seiner Politik, so wie sie ist vollkommen opportunistisch. Also der handelt im eigenen Geschäft opportunistisch und sein Programm ist eben, er hat kein Programm. Das ist, glaube ich, was ich am erschreckendsten finde. Es ist nicht nur, dass er keine große Inhalt hat. Es fehlt ihm an Neugierde. Man würde meinen, dass jemand, der dieses Amt anstrebt, tut es, weil er Interesse hat, irgendwie inhaltlich dies und jenes zu verbessern. Man sieht absolut keinen Beweis dafür, dass er sich auch, er sagt auch selber, mein liebster Berater bin ich selber, ja, dass er etwas lernen möchte. Und das ist beängstigend. Er hat ja heute versöhnende Töne gefunden bei seiner Siegesrede in New York, dass Amerika wieder geeint werden müsste nach diesem Wahlkampf. Glauben Sie, dass er das schaffen kann, nach der Art, wie dieser Wahlkampf geführt worden ist? Ja, nicht nur Trump, sondern auch Hillary Clinton in ihrer Rede heute oder gestern Abend, US-Zeit, haben alle beide gesagt, wir müssen zusammenkommen als Amerikaner, wir müssen uns einigen und für Gute des Landes weiter arbeiten. Wir müssen einen Weg finden. Und ich denke, das ist möglich. Und da von den beiden Kandidaten, also jetzt der werdende Präsident plus die Hillary Clinton, haben das betont. Und
Das war eigentlich sehr bewegend. Also alle beide Reden waren sehr gut. Er hat ja gesagt, er will auch auf die Unabhängigen, auf die Demokraten zugehen. Glauben Sie, dass er das tatsächlich will, kann? Ich denke schon. Ich habe Kontakt natürlich mit der Partei und mit seinen Beratern und so weiter. Und das sagen die alle also, einstimmig. Aber da muss ich kurz dazwischen gehen. Mitch McConnell, der Führer im Senat, hat heute Nachmittag eine Pressemitteilung rausgegeben und eine Pressekonferenz gemacht, dass er gesagt hat, das Erste, was sie machen werden, und das ist, was sie schnell angehen werden, ist Obamacare, die Gesundheitsreform, zurückzudrehen. Mhm. Wenn ich jetzt höre, Donald Trump will mit den Demokraten zusammenarbeiten und sie nehmen im Endeffekt das Herzstück der Obama-Präsidentschaft sofort wieder zurück. 20 Millionen Leute haben auf einmal eine Gesundheitsversicherung, die vorher keine hatten, darunter viele Kinder. Und sofort wird das Ganze gesagt, noch am Tag danach, wo Hillary Clinton kaum von der Bühne runter war und gesagt hat, das ist jetzt auch mein Präsident und wir werden alle dafür was tun, dass Donald Trump erfolgreich sein kann. Barack Obama gesagt hat, wir müssen jetzt alle auch das tun, damit Amerika nach vorne kommt. Und das Erste, was die Republikaner machen, also ich habe da das Gefühl, da werden jetzt schon die Rechnung gemacht. Aber die Republikaner, ich meine, sie haben recht, die haben gesagt, das ist die erste Priorität, was wir machen müssen. Das haben sie auch im Wahlkampf versprochen. Das ist ja auch im Wahlkampf versprochen. Aber die wissen alle, die republikanische Partei, die Senatoren, die Kongressabgeordnete, und das Trump ist auch klar, man darf das nicht einfach abschaffen, ohne einen wirklich nützlichen Ersatz einzusetzen, wo die Leute, die jetzt die Versicherungsabdeckung haben, dass die wieder Versicherung haben. Darf ich nochmal den Gedanken auf? Es ging ja um die Frage, geht er auf die ehemaligen politischen Gegner zu oder wird er durchregieren? Dazu hat er ja alle Möglichkeiten. Mehrheit im Repräsentantenhaus republikanisch, im Senat republikanisch. Es wird demnächst ein neuer Richter für den Supreme Court, den obersten Gerichtshof, besetzt von Trump. Der oberste Gerichtshof der USA hat ja sehr viel mehr Kompetenzen, sehr viel mehr politische Macht als zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht, das ja auch nicht wenig Macht hat. Er hat ja alle Möglichkeiten, durchzuregieren. Ja, also man muss also an dieser Stelle vor Augen führen lassen, dass die USA kein parlamentarisches System ist. Das hieße, die Parteidisziplin also in den USA ist etwas völlig anders als in Deutschland mit diesem System. Kurzum, wir sehen bei den Republikanern im Kongress, im Senat, im Haus der Repräsentanten mehr oder weniger drei Parteien, wenn man so will. Sozialkonservativen, Fiskalkonservativen, sogenannten Falken. Das hieße, ihr müsst diese drei Flügel irgendwie zusammenbringen, um wirklich konstruktive Politik zu gestalten. Barack Obama hat auch eine Mehrheit im Kongress in seinen ersten zwei Jahren. Das hat nicht unbedingt viel gebracht. Seine eigene Partei war gegen viele seiner Ideen. Wir vergessen das inzwischen, konservative Demokraten und so weiter und so fort. Von daher, ja, er hat diese Chance, aber das ist eine offene Rechnung, auch für den Bundesverfassungsgericht. Dann, nur ganz kurz, wird die republikanische Partei im Kongress, also in beiden Häusern des Kongresses, Senat und Repräsentantenhaus, da ein willfähriger Handlanger des Präsidenten sein für seine Politik? Oder wird sich doch zeigen, was sich jetzt im Wahlkampf gezeigt hat, dass doch manche in ihrer Partei mit Donald Trump nicht richtig warm werden können? Meiner Ansicht nach, die Mehrzahl von den Kongressabgeordneten, Senatoren und so weiter werden mitspielen. Also das ist in ihrem Interesse, das ist auch im Interesse der Wähler und unserer Nation. Und besonders jetzt, dass die Wahlentscheidung so klar und deutlich ist. Und ich denke, dass die Partei jetzt ist verpflichtet, sich zu einigen und den Präsidenten zu unterstützen in der Sache. Sie sind nicht mit ihm warm, aber Sie haben ihm auch kein Gegenstern geboten. Selbst als er die rassistischste Aussagen gesagt hatte, selbst als er diese muslimische Familie, die ihren Sohn im Krieg verloren haben, denunziert hatte, die haben dann ein paar Worte gefunden, Paul Ryan etc. Oder er findet seine frauenverachtende Verhalten abscheulich. Aber die haben nichts dagegen getan. Und ich fürchte, das wird auch so weitergehen. Und ich warne davor, das zu verharmlosen. Diese Rede, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ich denke, man soll wirklich genau aufpassen und diese Mann nicht normalisieren. Wenn er wirklich als Vereiniger wirken wollte, müsste er fast alles desavouieren, was er im Wahlkampf gesagt hat. Und das erwarte ich nicht. Ich glaube, es beginnt auch damit, dass die Republikaner
Demokratische Partei sich auf die Suche nach einem Rückgrat und nach einem moralischen Kompass machen muss. Ich glaube, wenn ich mir insbesondere so Leute wie Ted Cruz anschaue, Ted Cruz, der im Vorwahlkampf gegen Donald Trump angetreten ist, Donald Trump hat über ihn gesagt, dass der Vater von Ted Cruz John F. Kennedy ermordet hat. Und trotzdem hat sich Ted Cruz hingestellt und jetzt Donald Trump unterstützt. Genau. Ich glaube, das Amt des Präsidenten reflektiert in erster Sicht und in erster Linie die Werte des Präsidenten. Wir haben eben gerade über Barack Obama gesprochen. Barack Obama hat sich, wie Sie richtig gesagt haben, auch gegen die eigene Partei gestellt in der Gesundheitsreform. Warum? Weil er daran geglaubt hat, dass es genau das Richtige ist, das zu tun, die Gesundheitsreform umzusetzen. Und seine Berater sind zu ihm gekommen und haben gesagt, wahrscheinlich wirst du ein One-Term-President, wahrscheinlich wirst du die zweite Amtszeit nicht bekommen. Und er hat gesagt, das ist mir gleichgültig, es ist das Richtige zu tun. Ich warte darauf, bei Trump irgendwas zu sehen, was einen Anhaltspunkt darauf gibt, was wirklich seine Werte sind und dass die auch was in dieser Gesellschaft reflektiert werden. Was sind Gegengewichte gegen einen so mächtigen Präsidenten? Wir kennen ja in Deutschland das Wechselspiel von Regierung und Opposition, das in den USA nicht ganz so angelegt. Was wird aus den Demokraten eigentlich nach dieser Niederlage von Hillary Clinton? Die Hoffnung ist, dass sie daraus lernen, dass diese Triangulation, dieser Versuch, irgendwie in der Mitte zu gehen, absolut nichts bringt. Und dass sie merken, dass Menschen wie Sanders oder Warren die Zukunft der Partei sind und sonst hat sie keine Zukunft. Das ist meine Hoffnung. Aber das ist jetzt so eine Minderheit in der Regierung, dass ich glaube, und das ist meine Botschaft, dass Europa vor allem, die immer noch bestimmte Werte von Demokratie, von Sozialsinn, von Vernunft, ja, eine Politik der Vernunft anstatt, also ich habe nichts gegen Emotionen, ja, ich finde Vernunft und Emotionen können auch zusammengehen, aber eine Politik, die nur Hass schnurrt, ist eigentlich nicht europäisch, auch wenn wir so einige Parteien haben. Also ich glaube, die Europäer müssen zu Verantwortung stehen, dass sie bestimmte Werte hochhalten müssen, die möglicherweise jetzt für 4 Jahre in Amerika nicht vorhanden sind. Gut, zum europäisch-amerikanischen Verhältnis würde ich gerne noch mal einen O-Ton zeigen von Donald Trump. Da geht es jetzt um den Nahen Osten, den Nahen Mittleren Osten, also quasi ein Krisenherd direkt vor unserer Haustür. Und da scheint ja auch ein spürbarer Kurswechsel der amerikanischen Politik bevorzustehen. Nochmal, das ist eine Äußerung von Donald Trump aus dem Wahlkampf. Wir müssen die gescheiterte Politik des Nation-Building und des Regimewechsels aufgeben, die Hillary Clinton im Irak, in Libyen, in Ägypten und in Syrien vorangetrieben hat. Stattdessen müssen wir mit all unseren Verbündeten zusammenarbeiten, die unser Ziel teilen, den IS zu zerstören und den islamischen Terrorismus auszumerzen. Und das müssen wir jetzt tun, das müssen wir schnell tun. Wir werden gewinnen und wir werden schnell gewinnen. Also, der sogenannte Islamische Staat soll möglichst schnell besiegt werden, mit Hilfe aller Verbündeten, aber dann, zumindest höre ich aus, dass zwischen den Zeilen so raus, sollen sich die Europäer gefälligst selbst um ihren Hinterhof kümmern. Vielleicht gemeinsam mit den Russen, da halten sich die USA in Zukunft zurück. Ich habe das anders verstanden. Mhm. Dass die Amerikaner ziehen sich nicht zurück, sondern sind der Meinung, der beste Weg vorwärts ist, als gemeinsame Gruppe, Truppe zu sein und das gemeinsam anzugehen. Auch gegen ISIS, das ist auch eine sehr wichtige Sache. Ich meine, ich war auch Soldat in Irak, so ich meine, das ist mir hautnah. Aber ich denke, der beste Weg, der einzige Weg, um einen Erfolg zu erreichen, muss man mit den Verbundenen. Ja, zusammenarbeiten und funktionieren und sich einsetzen. Das ist die Botschaft, die ich verstanden habe. Womit Deutschland aber auf jeden Fall rechnen muss, ist mit mehr finanzieller und militärischer Verantwortung. Kann man sagen, Herr Garrett, dass die Zeit der vornehmen Zurückhaltung in der deutschen Außenpolitik vorbei ist? Also Deutschland wird vor neuen Herausforderungen ganz klar stehen, sei es Nahen Osten, sei es NATO und Transatlantische Allianz, sei es Russlandspolitik. Da hat Donald Trump eine ganz klare Botschaft angeboten.
Einflusssphären für China oder für Russland sind im Spiel, hat dafür Verständnis. Was NATO und Artikel 5, also den Rückgrat der Allianz betrifft, stellt er in Frage, versteht die Kosten nicht, die die Amerikaner da tragen. So ähnlich mit dem Nahen Osten zum Beispiel, also gerade Ihre Analyse da, da muss Europa viel mehr aufbringen. Diese Botschaft findet große Sympathie auch unter Demokraten in den USA zum großen Teil. Also mit Russland reden, hat Bernie Sanders auch gesagt, man kann nicht also einecken und abstoßen und so weiter. Kurzum, in Amerika herrscht Konsens, Europa hat das Reichtum, Europa hat das Nöte, Europa fehlt den politischen Willen, Prioritäten in der Außen- und Sicherheitspolitik zu setzen. Das hat Donald Trump angesprochen und er wird das, glaube ich, auch umsetzen, um Druck auf Europa zu erhöhen. Wir sind gleich am Ende, Frau Neiman. Diese Wahl von Trump, hat die möglicherweise, der Wahlkampf in den USA und die Wahl jetzt, der Wahlerfolg von Trump, möglicherweise in Anführungszeichen Vorbildcharakter für Wahlen in Europa, die jetzt anstehen? Die Präsidentschaftswahl in Österreich, die Parlamentswahl in den Niederlanden, die Präsidentschaftswahl in Frankreich, die deutschen Landtags- und Bundestagswahl im nächsten Jahr? Die Gefahr besteht. Meine Hoffnung liegt daran, dass Europa vernünftige öffentliche Medien hat. Wir dürfen auch nicht vergessen bei diesem Wahlkampf, dass alle Medien, also Präsidenten von NBC und selbst linksliegende Kommentatoren gesagt haben, ja, der Typ ist schrecklich, aber ist gut für die Einschaltquoten. Das heißt, der Mann hat 2 Milliarden Dollar wert von Reklamen umsonst bekommen. In den Vorwahlen alleine. Ja. Genau. Einfach, weil wir alle dahin geschaut haben, wie man auf eine Horrorshow schaut. Das kann da doch nicht wahr sein. Das gibt es Gott sei Dank nicht in Europa. Wir haben vernünftige öffentliche Sender. Aber die Frage war, beflügelt das die Rechtspopulisten in Europa, dieser Erfolg? Ich glaube, was diese Wahl gezeigt hat, ist, wie fragil unsere Demokratie ist. Und wie plötzlich aus dem Nichts, aus dem Feld von 17 Kandidaten auf der republikanischen Seite, jemand hervorkommen kann, der mit sehr, sehr zugespitzten Botschaften auch plötzlich eine Masse hinter sich verengen kann und die auch durchaus mobilisieren kann. Ich glaube, dafür sind wir nicht gefeit, dass das nicht bei uns auch passieren kann. Und ich glaube, wir sehen da auch Tendenzen hier bei unserer Gesellschaft. Die Demokratie ist sehr, sehr fragil. Einen Satz, aber nicht mehr. Alles klar. Ich sehe es im Gegenteil. Wir sahen gestern, wie robust die Demokratie ist. Es ist nicht unbedingt die Demokratie, die wir wünschen. Aber gestern war ein demokratisches, robustes Ergebnis aus der amerikanischen Gesellschaft. Das werden Sie wahrscheinlich genauso sehen. Stimmen Sie zu. Okay, so gut, dann war jetzt ja jeder noch mal zu Wort gekommen und wir können pünktlich Schluss machen. Vielen Dank, dass Sie hier waren, liebe Zuschauer. Morgen bleiben wir beim Thema Donald Trump. Da geht es um neue Achsen, neue Ziele. Die Welt mit Donald Trump. Bleiben Sie bei uns.